Ja, per Videotelefonie bin ich jetzt verbunden mit Axel Klein. Er ist der Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen. Herr Klein, ich grüße Sie ganz herzlich. Ebenfalls, hallo. Ja, die Gastronomie, das ist so ein Sorgenkind. Gestern kam ja die neue Corona-Schutzverordnung des Freistaates heraus. Und auch dort, Sie können mich ja verbessern, wenn Sie etwas Besseres gefunden haben, nichts an Perspektive für die Gastronomie zu sehen, zu fühlen. Was geht in Ihnen vor? Wie ist jetzt die Lage? Denn wir wollen es ja nicht verhehlen. Viele haben gedacht, Ostern, wenigstens aus der Gastronomie, starten wir wieder. Naja, wir sind, man muss sagen, aus den Kinderschuhen schon raus, das Sorgenkind, zu dem macht man uns leider. Wir sind schon die Erwachsenen und wir sind ein wichtiger Wirtschaftszweig, auch für die Region, von der wir gerade hier sprechen und senden. Und deswegen sind wir umso enttäuschter, dass wir das nicht wahrnehmen, dass wir nicht das Sorgenkind sind, sondern eigentlich wir sind ein wichtiger Lösungsfaktor oder wichtige, schon Erwachsenen und wissen, was funktionieren könnte. Und viele, viele haben sich vorbereitet. Es gibt das Thema Modellregion, Testcenter. Viele haben sich ausbilden lassen zum Testen, auch in der Region. Und da ist natürlich die Enttäuschung jetzt umso größer. Was wir brauchen? Wir brauchen zukünftig eben Mut, mehr Mut zu Lösungen. Das zeigt sich wieder in der Verordnung. Das ist so eine Art, ängstliche, das ist kein Voranschreiten. Wir wissen, wir haben die Inzidenzzahlen, die sind sehr hoch. Wir wissen natürlich, dass auch die Krankenhausbelegung wieder steigen wird. Aber wir sagen, es gibt aus dieser Krise Lösungen und wir sind Teil dieser Lösung. Wir haben ja auch in den letzten Wochen viel mit Gastronomen gesprochen, die auch immer wieder gesagt haben, also ein besseres Hygienekonzept wie wir kann man eigentlich nicht mehr bieten. Das ist ganz schwer zu verstehen, warum dort die Politik nicht einfach mal sagt, okay, wir testen das mal, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Macht auf und Stück für Stück ganz sorgfältig. Warum ist dort diese Betonwand, wo es einfach nicht weitergeht? Kann ich Ihnen auch nicht sagen, eine gute Frage, aber wir blicken natürlich auch in andere Regionen. Wir blicken nach Tübingen und schauen uns das an oder in andere Regionen und müssen leider feststellen, dass dort auch die Hoffnung der Mitarbeiter, es geht nicht nur um die Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind und jetzt dort zum Beispiel in Tübingen auch mitgestalten können, mit an der Lösung arbeiten. Das gibt natürlich Hoffnung und das hätten wir uns auch gewünscht oder wünschen wir uns natürlich auch oder fordern wir für Sachsen, für die Regionen. Wir haben Modellregionen, wie gesagt, Augustusburg, wir hatten Oberwiesenthal, aber wie gesagt, auch andere Städte, die sich Gedanken gemacht haben. Für mich nicht erklärlich, aber dann, ich glaube, es muss ein gewisser Mut dazu da sein und den muss man beweisen. Hoffnung, Mut und Schnelligkeit, das sind, glaube ich, drei Faktoren, die man braucht, um in einer Krise bestehen zu können. Jetzt gibt es natürlich auch dann den wirtschaftlichen Faktor der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe. Ne? Also ein halbes Jahr, das haben wir jetzt ja, das steht ja fest, ein halbes Jahr geschlossen. Wie können sich denn die Familien dort oder die Familienbetriebe vor allem und die großen Betriebe auch überhaupt noch über Wasser halten? Wir wissen ja, die erste Zeit, November, Dezember, gab es einen guten Ausgleich. Wie sieht es jetzt aus wirtschaftlich? Werden das alle Betriebe überleben? Was glauben Sie? Nein, für viele ist das Wasser schon viel zu hoch. Ja? Und wir haben ja jetzt die Situation, dass viele November, Dezember Hilfen erst mit dem heutigen Tag angekommen sind. Wir haben jetzt Nachforderungen gestellt, dass die Überbrückungshilfen 3 ja momentan so aufgestellt sind, dass sie nur eine Überbrückungshilfe sind, die nicht das Überleben sichert. Es ist weder ein Unternehmerlohn noch eine Aufstockung auch der Kurzarbeitergelder dabei. Das haben wir jetzt nachgefordert, soll ja ein Nachforderungspaket bekommen. Wenn man so will, das einzig positive Signal in der letzten Zeit, auch in den Beschlüssen an Bundesebene, dass man sagt, man will da nochmal nachlegen für die Hotellerie und Gastronomie. Und wir hoffen, dass es jetzt zügig und schnell kommt, dass wir nicht wieder so lange wie auf November- und Dezemberhilfe auch warten müssen. Letztendlich aber zählt bei uns jeder Tag. Für die Mitarbeiter vor allen Dingen ist es wichtig, dass sie wieder ihre Aufgabe bekommen. Es ist ja eine Art Berufsverbot, nicht für die Unternehmer nur auch, sondern für die Mitarbeiter. Und da setzen wir auf jeden Tag und wir werden dranbleiben, auch dort zu fordern, dass diese Modellprojekte möglich werden und dass sie nicht an irgendwelche Zahlen gekoppelt sind. Also Sie wissen ja, sehr plastisch für die Zuschauer auch. Ne? Natürlich, wenn Getestete auf Getestete treffen, was soll bitte sehr das Problem sein? Und wir können das in den Gastronomiebetrieben sehr gut abbilden. Und wir fordern natürlich auf, was kann helfen den Gastronomen? Kommen Sie doch zu Ostern zum Beispiel und holen Sie sich doch Essen beim Gastronomen ab. Da gibt es momentan auch sehr, sehr gute Lösungen bei vielen Gastronomen, die sich damit auch über Wasser helfen. Und deswegen fordern wir auf, holt Essen Ostern ab, unterstützt lokale Gastronomie und natürlich auch die Menschen und die Mitarbeiter vor Ort.
Was sagen Sie dazu? Man kann derzeit in Palma de Mallorca im Strandcafé sitzen oder auf der Straßenpromenade ein schönes Eis essen und man kann aber in Deutschland keine Gastronomie besuchen. Ist das ein Fingerzeig in die völlig falsche Richtung? Wir haben das ja oft gesehen, das ist ja ein Kunststück, wie wir das machen will. Also wir kriegen täglich auch die Filme gezeigt, ne, was in Mallorca möglich ist und wissen, dass wir das nicht, dass wir das in Deutschland genauso gut umsetzen könnten und stoppen könnten noch, weil wir auch sehr, also gerade die Mentalität, ja, Sie wissen ja, wir sind da dann schon sehr, sehr, sehr akkurat auch halt in den Hotels und ist natürlich umso trauriger. Das ist, wenn man dann zuschaut und wenn es nicht so traurig oder so, dann erregt es auch Wut. Also ich muss sagen, es ist ja nicht nur, dass die Unternehmer, Mitarbeiter auch traurig sind, sondern es ist auch eine gewisse Wut, die man dann hat auf diese Entscheidung. Und das merkt sich, man merkt das deutlich. Herr Klein, diese ganzen Entscheidungen, was die Gastronomie betrifft, werden immer weiter rausgeschrieben. Immer wieder 14 Tage, wieder 14 Tage. Jetzt sind wir Mitte April. Ich habe gerade heute gesehen, Herr Spahn redet schon wieder vom nächsten harten Lockdown, der jetzt 10 oder 14 Tage kommen soll. Wo sehen Sie denn irgendwie noch einen Einstiegstermin, wo man sagen kann, okay, dort können wir wieder rechnen mit einer Gastronomie? Gibt es das überhaupt? Ich wünsche ja den Termin für sofort. Also ich war der Meinung, das bin ich immer noch, oder wir, ich, dass man mit diesen Corona-Maßnahmen, die wir vorschlagen, mit den Modellprojekten auch mal beweisen kann, wie das wirklich ist. Also man wirft uns ja permanent vor, dass eben die Infektionszahlen oder unterschwellig, dass es mit der Gastronomie oder Öffnung der Hotellerie zu höheren Infektionszahlen kommen würde. Der Beweis, den ist man sehr offen. Also der hat man noch nicht gebracht. Und wir möchten gerne, und das können wir ab sofort, wir haben die digitalen Nachverfolgungsmöglichkeiten, wir haben auch die Testmöglichkeiten verbunden mit den Besuchern der Gastronomie. Für uns ist das ein Thema, dass wir das auch sofort können, nicht erstmal in Modellprojekten sicher, aber dann auch im Außenbereich. Und wir sind der Meinung, das ist unverantwortlich, das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag so hinauszuzögern. Wird denn jetzt gerade bei der letzten Schutzverordnung, die jetzt ja rausgekommen ist, wurde dann nochmal mit Ihnen geredet? Hat man dann eine Rücksprache gehalten mit dem Verband oder sind Sie da mittlerweile außen vor? Es wird immer natürlich die Kammern, es werden Stellungnahmen gebeten, ja, es wird dann immer die Verordnung, die neue auch geschickt und so weiter. Wir werden auch sicher gefragt. Die Frage ist, oder was uns wundert, dass unsere Antworten, unsere Lösungsvorschläge, das sehen wir nicht allein. Ja, es gibt den Einzelhandelsverband, es gibt den unseren Dehoga-Verband, es gibt natürlich aber auch die, also viele, viele Verbände, aber es gibt auch die Kammern, die da vehement auch nachsetzen, dass das eben als Stimme nicht gehört wird oder zu wenig gehört wird. Mhm. Ich denke schon, es wird gehört, aber es wird teilweise eben nicht umgesetzt, leider. Und da können wir nur dranbleiben und alle zu aufrufen, die Stimme noch stärker zu machen und zu unterstützen. Also Pfingsten 2021 in die Gastronomie? Unterstützen Sie uns, indem Sie auch jetzt schon, ja, in einer anderen Variante, Ihr Essen Ostern sozusagen auch in der Gastronomie abholen, dort einen kurzen Kontakt auch sicher unter Corona-Regeln haben mit dem Gastronomen. Jeder wird sich freuen, die Mitarbeiter freuen sich, wenn sie ihre Kunden, ihre Stammkunden sehen. Deswegen, und ich möchte nicht erst von Pfingsten reden. Ich setze immer noch Hoffnung, dafür kämpfen wir, dass wir zeitnah wieder öffnen können. Okay, das ist ein optimistischer Blick, den vielleicht viele nicht mehr ganz so sehr teilen. Aber wir hoffen, dass es weitergeht und recht bald mit der Gastronomie. Und ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Klein. Und kämpfen Sie weiter für die Gastronomen, für die Hoteliers, damit die Situation sich endlich verbessert. Vielen Dank. Dafür sind wir Unternehmer, dass wir den Optimismus nie verlieren. Dafür sind wir Unternehmer. Herzlichen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs.